Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo von mir. Ja, wir haben November. Heute aktuell, wo ich das aufnehme, ist der, lass mich kurz gucken, der 10. November. Wahrscheinlich wird, also heute ist Freitag und das Video wird wahrscheinlich erst am Wochenende, Sonntag oder Montag erscheinen. Denn ich bin jetzt mal das Wochenende nochmal kurz weg. Und ja, entschuldigt bitte vorab das ganze Chaos da hinter mir und so, ne? Ja. Ich war jetzt gerade zu so faul, das wegzuräumen, weil ich ganz spontan jetzt hier gerade das Video aufnehme. Ich habe auch nicht so viel Zeit, deswegen beeile ich mich ganz kurz. Ich wollte mich nur mal zurückmelden bei euch. Ich war jetzt lange Zeit nicht hier auf YouTube unterwegs. Ab und zu habe ich mal ganz spärlich reingeguckt und ein paar Kommentare beantwortet. Und Videos kamen jetzt, glaube ich, ganz selten bis fast gar keine. Außer jetzt den letzten Tagen habe ich jetzt wieder angefangen. Ein paar noch alte Folgen, die ich schon vorproduziert hatte, die wirklich vom September noch waren, wieder hochzustellen, endlich mal. Ja, mein Kind ist jetzt da, es ist Anfang Oktober geboren worden, deswegen war ich jetzt lange Zeit, ja, out of order. Das geht halt absolut vor. Momentan habe ich wirklich sehr wenig Zeit, aber ich habe auch große Lust, wieder ein bisschen aufzunehmen und zwischendurch, wenn ja, mein Baby schläft und ich die Möglichkeit habe, dann nehme ich jetzt auch wieder auf. Die Folgen werden allerdings mehr geschnitten sein oder es kann passieren, dass sie häufiger geschnitten werden jetzt. Ne, ich glaube, ihr wisst warum. Ich muss das nicht groß erklären. Ja, und dieses Infovideo soll halt nur dazu dienen, dass ich euch mal wieder ein bisschen ja, ein Lebenszeichen von mir gebe, sozusagen, dass es mich noch gibt. Ich hatte kurzzeitig überlegt, aufzuhören. Gerade auch, ja, weil jetzt auch so viele nicht mehr da sind oder ich, wie gesagt, auch weniger Kontakt habe oder beziehungsweise Möglichkeiten habe, YouTube aufrechtzuerhalten. Der liebe Marc ist ja auch nicht mehr wirklich aktiv, hat auch aufgehört, kann man so sagen. Ja, er hat ein Abschiedsvideo angestellt und was ich auch verstehen kann, ich selber, wie gesagt, habe ja auch drüber nachgedacht, aufzuhören, aber ich habe jetzt aktuell wieder Lust. Aber wie gesagt, es wird nicht mehr täglich kommen. Also, ne, ihr wisst, wie ich das meine. Nicht jeden Tag wird eine Folge von einem Let's Play kommen. Es wird so erscheinen, wie ich das schaffe, wie ich Lust dazu habe. Und wenn ich aufhören sollte, dann werde ich auf jeden Fall auch ein Video mal dazu machen und werde nicht einfach so verschwinden. Also da könnt ihr euch sicher sein. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen immer habt oder Anregungen, Wünsche, schreibt mir das in die Kommentare rein oder lasst mir eine private Nachricht da. Da melde ich mich auch immer, auch wenn ich jetzt nicht mehr täglich und sofort antworte und es ab und zu vielleicht auch mal eine Woche dauern kann. Habt da ein bisschen Geduld. Es kommt auf jeden Fall eine Antwort von mir. Ja, ihr wisst Bescheid, mir geht's gut. Meinem Kind geht's gut, meiner ganzen kleinen Familie geht's super gut. Es ist, wie gesagt, halt nicht leicht. Gerade die erste Anfangszeit ist, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. Aber jetzt mittlerweile, ne, kommen wir alle zurecht, das sage ich jetzt mal so. Und haben uns ein bisschen eingespielt. Es ist jetzt so eine Art Tagesablauf irgendwie vorhanden. Und ja. Ihr wisst Bescheid, uns geht's gut, es kommen Videos, ich habe noch nicht aufgehört. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob das ewig gehen wird irgendwann. Vielleicht wird es vielleicht ein Ende geben, aber solange ich Lust und Spaß an der Sache habe und Zeit finde, mache ich weiter. Ne? Also, ihr seid informiert. Lieben Dank an alle fleißigen Zuschauer und Kommentierer, die immer noch dabei sind, so wie Georgma und Sabrina. Ich bin ganz froh darüber, dass ich euch habe. Ihr seid ganz lieb und ich freue mich immer, wenn ich einen Kommentar von euch lese. Und seid an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt. Und ja, dann bedanke ich mich auch hier fürs Zusehen, dass ihr mein Gequatsche hier so ertragen habt und hoffentlich auch überhaupt irgendwas versteht. Manchmal rede ich ein bisschen wirr. Ja, in dem Sinne, macht euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das hier seht. Und vielleicht schreibt man sich ja mal, ne? In dem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.